Wo sind wir denn gerade? Wir sind bei Unigost in der Nähe auf jeden Fall. Genau. Kostovia. Wo waren wir denn letztens? Schon Ewigkeiten. Ne? Guten Morgen, liebe Nachbarn. Erledigen ein paar Aufgaben für den Nachbarn. Die Zuneigung einer Frau gewinnen. Unigostenze von Ida. 18. 18 Jahre haben wir Zeit. Wo ist denn Jakovnia? So, die Sense müssen wir gleich holen. Die ist wo? Wo muss ich denn hin für die? Achso, ich kann die ja verfolgen. Ah, okay. Machen wir nochmal die Rockenlieferung kurz. Ja, Leute, mal ausklingen, Sepp. Immer noch. So. Mit dir muss ich, glaube ich, reden. Oh, dich fackel ich erstmal ab. Guten Tag, Jagoninia. Dobrynega, schick mich. Ah, ich habe gehört, dass du dass du die Schenke mit Roggen belieferst. Stimmt das? Und? Tut mir leid, es ist gerade kein guter Moment. Entschuldige, ich wollte nicht unnötig sein, ich habe gerade einfach nur andere Sorgen. Okay, ich will nicht stören, weil du nicht mehr mit dem Roggen ist. Leider werden wir den Roggen dieses Mal nicht bereitstellen können. Die Ernte ist verdorben und man kann so gut wie nichts mehr davon verwenden. Als hätte ich schon nicht schon genug Probleme, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Lieferung Roggen aus Rolnica bestellt. Ich hätte eigentlich schon gestern hier sein sollen. Keine Ahnung, was passiert ist. Nadal ist normalerweise sehr pünktlich. Vielleicht könntest du ihn besuchen und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ja, das werde ich machen. Pass auf dich auf. Ja. 1000. Wie weit ist der jetzt weg? Gut, jetzt gehen wir ganz kurz erst darüber nach Boro, schieß mich tot. Holen die Sense, dann gehen wir kurz zu der Rockenlieferung und dann ist alles gut. Hallo, ganz. Ganz toll. Können wir eigentlich auch rüberlaufen? Brunnen. Brunnen brauchen wir jetzt auch, genau. Also, wir müssen ja komplett neu anfangen. Bis wir überhaupt uns Gedanken machen müssen um Getränk und Trinken und so. Es dauert noch ein bisschen, tatsächlich. Ich hoffe aber, dass ich bald Fortschritte machen werde. Ah, du. Dich fackel ich auch ab. Ich bräuchte die Lizenz wieder. Du kannst dich gleich wieder vom Acker machen, Kleiner. Ich habe sie anständig ehrlich gewonnen. Gewonnen? Ha, die kleine alte Schlange hat dir wohl vorenthalten. Das war ja klar. Ich weiß nicht, was du meinst. Er hat mir nur gesagt, dass die Sense zurückzuholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Schon gut, entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen und wir können darum spielen. Von was für ein Spiel redest du? Das selbe Spiel, weil er das ganze Geld und seine Sense verloren hat. Ha, ein Rätselspiel. Wie wird das gespielt? Es ist ganz einfach. Ich stelle dir drei Rätsel und du musst die alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst, du bekommst die Sense. Okay. Ich will bei dem ersten Versuch mal sanft mit dir rumspringen. Wenn du willst, wenn du verlierst, schuldest du mir nichts. Du verlierst aber die Möglichkeit, die Sense umsonst von mir zu bekommen. Das klingt fair. Das erste. Was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Ja, die Stille. Richtig. Bist du bereit für das nächste Rätsel? Hier ist es schon. Fütter mich und liebe und ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Was bin ich? Eigentlich Feuer, weil wenn du Feuer Holz gibst. Ah, perfekt. Oh, du bist gut. Schon viel besser als der große Herr Castellan. Aber kannst du auch dieses letzte Rätsel lösen? Hör genau zu. Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ach, ich kenne es. Ich kann weinen, aber hab keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber keine Augen. Wolke.
Eine Regenwolke. Verdammt, bist du schlau. Verdammt, du bist schlau. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst die bescheidene Sense eines alten Mannes. Was will man mehr? Vielen Dank für das Spiel. Ich hatte Spaß dabei. Mach's gut. Ja, nice. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich das so... Ich dachte, es wäre schwerer tatsächlich. Aber diese Rätsel habe ich tatsächlich schon mal gehört. Also wir waren jetzt nicht fremd. Waren wir jetzt nicht fremd. Aber es war schön, mit solch einer Holdenmaid ein Gespräch zu führen. Ein Rätselgespräch. Tatsächlich, mögt ihr denn Rätsel? Also, würdet ihr gerne Rätsel lösen? Also macht ihr das gerne im Alltag? Oder seid ihr so, nee, lass mal... Hättet ihr jetzt dieses Spiel mitgespielt oder hättet ihr gesagt, ich kaufe es euch ab? Was ist da eure Meinung zu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es auf YouTube seht. Und ihr jetzt in den Chat, wenn das passiert denkt. Du bist schon zurück? Ja, sicher. Sagst du mir, was für Schwierigkeiten können das gewesen sein? Ja, sag bloß. Wie hast du es trotzdem fertig gebracht, meine Sense sozusagen? Mit meinem Verstand. Dann bist du ein helleres Köpfchen als ich. Gab es da mehr Zweifel? Ja, und frech, Jungchen. Davon abgesehen habe ich Neuigkeiten für dich. Sambo sucht nach dir. Nach mir? Man hat mir gesagt, dass er nach dem komischen Auge und dem dummen Gesicht gefragt hat. Verstehe. Die Zuneigung einer Frau gewinnen. Schauen wir mal. Zuneigung einer Frau. Das ist doch ein Mädel. Oder? Ja. Hello, Friend. Guten Tag, Fremder. Ich habe dich sagen. Eigentlich möchte ich eine Jüngere haben. Aber okay. Ist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ah. Winter, ohne Zweifel. Keine blöde Feldarbeit. Die Tiere sind leichter zu finden. Man muss nie ein warmes Bier. Was? Man muss nie ein warmes Bier trinken. Ho. Das ist einfach, ich will nie erwachsen werden. Wenn ich jemals eine langweiligerin. Was? Eine Langweilerin werde, wünsche ich mir, dass ich mich. Was? Mich ein Blitz trifft. Verdammt, ich hätte mich mir Reichtümer wünschen sollen. Zuneigung bis 15. Haha. Es ist großartig, die Aussicht ist schön, der Boden ist fruchtbar. Oh je, jetzt höre ich, wie öde das klingt. Sollte ich umziehen? Schönes Wetter heute. Eindeutig Regen, keine Feldarbeit und eine Menge Pfützen zum Hineinspringen. Du bist 26, was geht bei dir schief? Lieblingsfarbe. Orange, das passt zu mir, denke ich. Ich bin wie eine Flamme, heiß und ich liebe es, im Wind zu tanzen. Have a good day. Have a good day. So, wir müssen Füchse jagen, anscheinend. Wie viel? Speer habe ich. Brett habe ich ein. Ein Holzspeer. Zwei Holzspeer. Warum müssen wir jetzt wieder zum Sambo-Hof? Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Rockenaufgabe tatsächlich, weil die ist weiter weg. Und da können wir nebenbei jagen, würde ich sagen. Birnbaum-Settling. Was ist das denn? Oh. Die sind bestimmt gut was wert. Wir laufen jetzt einfach mal. Oh, scheiße. Jetzt sind wir so langsam, gell? Wir müssen einfach nur zum Haus kommen. Können wir Sachen ablegen. Der Pelz zum Beispiel. Die Setzlinge sind ziemlich gut, weil die kriegt man anscheinend nur beim Händler. Und ist ja schon nice, wenn wir die behalten können. Ist ein Wolf. Ne, ist ein Luchs. Ach, das wäre ein Wolf. Das hätte mir jetzt noch gefehlt. Geh weg. Headshot. Ist abgehauen. Warte mal.
Da ist auch noch einer. Ja, aber warum so viele Lux? Ey? Geh weg. Der greift jetzt nicht an. Den Rest nehmen wir mal mit, was wir unterwegs halt brauchen könnten. Dann können wir vor Ort schlafen und am nächsten Tag wieder zurücklaufen. Und jagen. Ein Fuchs, drei Füchse.